Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Frühling von Kalle den Ultramapper. So, der ist fertig, der wird umgesetzt, ne? Der ist hier fertig. Der kommt auf die nächste Ecke. Wir stellen ihn um. Weizen. Und dann müssen wir immer einen Plan entwickeln, wo wir unsere Silos hier hinsetzen vom Mais Plus. Ich habe noch keinen Schimmel. Ich habe noch keinen Plan, wo wir die hinsetzen können. Dass das einigermaßen vernünftig läuft, ne? Das wäre ja echt zu gut. Komm hier von unten in die Ecke. Dass wir das auch erledigt haben, Checkhaken hinterher haben, dass wir vernünftig dann füttern können. Wir müssen ja nochmal richtig in die Kreide. Nein, ich weiß noch gar nicht, wie wir das alle rausholen sollen. Also der bin ich auch ganz ehrlich. Das wird uns nur ordentlich Kohle kosten. Hier ist hier die Feldeinfahrt. Halten wir hier an, machen wir eben Handbremse rein. Machen wir hier ist Wegpunkt, kein Kurs. Das ist Feld 9, ne? Ja, ja. Speichern. Ich brauche Feld 9. Hier. Kurs speichern. Aktivieren. Säen. 6. Premium. Handbremse raus. Erster Wegpunkt. Du machst das, ne? Weizen ist eingestellt. Passt. So, Core 1, macht ja ohne Probleme. Ist der IRC noch am Walzen? Der macht im Moment ein bisschen viel Malesse, ne? Alter, nein. Der hängt in jeder Ecke fest, ne? Das ist manchmal ein bisschen nervig. Muss man ja ganz ehrlich sagen, wie es ist, ne? Jetzt macht er, ne? Schön, dass du der ist. Gisela ist jetzt am Stissen. Okay. So. Wir müssen ja bauen. Das nützt nichts, ne? Ist das hier drunter? Ne, hier muss das. Ne, Container. Container. Wir brauchen das auf jeden Fall. Das ist Rübenerschnitzel. So, jetzt müssen wir überlegen, wo bauen wir das hin? Hallo? Hallo? Ja. Können wir das hier beim Vieh hinten noch irgendwo hinsetzen? Das ist gut. Das geht gar nicht. Einen können wir hier hinsetzen, wa? Müsste vom Trigger her passen. Ich hoffe, das ist einigermaßen vernünftig, ne? Zweiten können wir leider dann nicht so. Hier so noch. Was bist du? Biertreber brauchen wir ja auch. Können wir den vielleicht hier so mal hinsetzen? Das ging gerade so, ne? Den brauchen wir auch noch. Oh, Schikra. Hallo, ich wollte hier hin. Ist halt nicht jetzt professionell, aber... Wie viel müssen wir die ja haben, ne? Da sind die anderen Träger. Können wir den hier unten noch irgendwo hinsetzen? Hier irgendwo? Oder hier hin? Hier würde vielleicht noch gehen, ne?
ist nicht schön, aber man muss hier dahin sitzen, wo es geht. Was? Willst du mich gerade verhungern, People? Natürlich haben wir genug Geld. Ich glaube, da müssen wir aber eben nochmal nachdekorieren, ne? Und das ist zwar nicht so gut wie Color, aber so ein bisschen. Das war ja jetzt nicht so schön, aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Wir brauchen ja das Zeug. Manchmal will meine Maus mir noch vor den People, ne? Passt aber vom Tool, ne? Oder von der Bodenanpassung passt er, ne? Ja, muss jetzt so gehen. Ausnahmsweise. Wir brauchen die Futtermittel. Geht nicht anders. Ah, oh, kannst du nicht. Ja, ist egal, muss so gehen. So wirst du nie fertig. Hast du deine Bahn ausgelassen? Kann das sein? Jappel? Ne? So, das haben wir. Wir brauchen den. Wir müssen ja anfangen einzukaufen. Muss ja auch noch alle festgeformt werden und so, ne? Mit unseren Riesenhänger ist er natürlich auch Premium, aber geht gerade nicht anders, ne? So Abflug, das nützt nichts. Wir müssen da jetzt so ein bisschen her drüber werden, dass wir auch die nächsten Tiere im Winter so vernünftig versorgen können, ne? Ja, ist so. Das muss ja auch noch gehen. Deswegen lasst uns da jetzt mit anfangen. Jetzt haben wir da gerade noch so ein bisschen Zeit für. Wir müssen auch eigentlich nur schwaben und wenden, aber wenden machen wir ein bisschen später. Dann schwaben wir ihn fix alles. Dann müsste der große IAC auch frei sein. Oh, jetzt noch am Fahren, ne? Dass wir dann hier ist Bierträger, ne? Da geht ja auch noch mächtig in die Kohle, ne? Ja, Bierträger, den brauchen wir. Wir machen ihm ein Bildchen. Druck! Nehmen in der Zwischenzeit noch ein Schlückchen Kaffee, ne, weil wichtig. Unterkoffiniert Kaffee Frühling spielen, das ist auch nicht so schön, ne? Nur, dass ihr das wisst, ne? Das passt aber so von den Anpassungen, ne? Da geht so, da können wir so durchfahren. Und ich finde, hier beim Viehhändler steht das gar nicht so schlecht. War wichtig, bei den Mädels eben Hyperchen machen, ne? Und? Ja, kann auch ein bisschen liegen, ne? Er hat noch nicht die... Er ist nämlich ideale Trockensubstanzgehalt, ne? Deswegen fahren wir dann mal lieber noch eine Runde. Wir können ja hier ab. Eigentlich muss
müssen wir den Schaffstall noch hier hinbauen, ne? Habe ich jetzt einen vernünftigen mit reingenommen? Wisst ihr das? Ne, wisst ihr auch nicht. Ich weiß das nämlich auch gerade nicht. Wir brauchen ja schon einigermaßen vernünftigen Schafstall hier an Hof. Dafür ist die Wiese ja angesät worden. Kann mal eben einer gucken? So, nicht den Spiegel. Da müsste passen, ne? Das war ein bisschen jetzt so ein Held. Guck mal, der Hoppel ist in durchgefahren. Kein Zauber. Bin ja im Prignier. Zaubernde Hoppelhäschen habe ich noch nicht gesehen. Das war's schon. Okay. Irgendwie nur Abflug zum Händler, wä? Das wird das an Stissel kriegen. Wichtig. Einer mal. Aus St. Kalle steht uns das auch noch alle vor, ne? Ja, es zieht sich leider jetzt durch jeden Spielstand, aber es ist halt Phase, dass du das machen musst, ne? Wenn du eine vernünftige Winterfütterung haben willst, mit Mischwurm, bleibt hier nichts anderes übrig, als das alle zu machen, ne? Er hängt in der Ecke fest. Ich höre es jetzt schon. Oh nee. Was hab ich dir gesagt? Ich kann hell sehen, ne? Mann, ey, der ging mir auf den Zünder. Jetzt ist der Shit-Kram schon wieder, Mann. Das kann CP ja gut, ne? Dass du nicht mal mehr einen Rückwärtsgang reinkriegst und so. Das läuft ja echt super manchmal. Das kann doch nicht an der Schaltung liegen. Da sollst du nicht die Pimpernellen mal kriegen. Du machst wie weiter? Danke. Ist ja auch nicht mehr viel, ne? Nur so ein paar Meter. Immer ohne zu brackeln, ey. Hier muss auch immer vorsichtig sein. Safety first, ne? Ohne Worte. Ohne Worte. Stopp. Nee, dann geh dir mal lieber an die Seite da, Sven. Das ist nicht gesund, was da so durch die Gegend fährt, du. Es ist so. Es ist echt. Nicht nur mal. Guck mal, Blinker ist auch nur an. Hey, da nein. Den Hänger kannst du verkaufen. Der ist in eine Riesenbeule drin. Aber unter Bodenschutz beim Deutz ist nur in Ordnung. Ne? Also, das haben wir ja auch mal abgecheckt jetzt gerade. Ne? Von da hier kann nichts mehr schief gehen. Egal, nein.
Die hat aufgegeben mit mir, C-Walzen. Da fällt mir nichts zu ein, ne? Ja, ganz ehrlich. Ja, auf eine Schramme mehr oder weniger kommt es jetzt bei dem Wagen auch nicht mehr drauf an. Nur das sagt die hier. So ein bisschen festdrücken, das Zeug hier, ne? Lange brauchst du nicht für. Also ruckzuck festgefahren. Oh, das ist erst 6% verdichtet. Oh, oh, oh. Hast du doch ein bisschen länger für, ne? So, dann lass uns noch einen Wagen holen. Oder zwei, drei. Weil wir brauchen es ja. Ne, kommt nichts mehr. Dann Abflug. Guck mal, wie die mit dem Hintern hochhoppeln, ne? Richtig cool, ne? Ach du Schickram, die Folge ist ja schon wieder lange zu Ende. Liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und der Schlepper hängt schon wieder in der Ecke fest, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.